Würde ich mal sagen, gehen wir rein. Beim letzten Mal haben wir ja die Geschichte von Alan fortgeführt, beziehungsweise angefangen und zu Ende geführt. Ja. Und heute werden wir erst und zuallererst, glaube ich, unsere Shotgun holen, die ich beim letzten Mal schon haben wollte, wo ich aber nicht rangekommen bin. Oha, jo, Frames, moin. Nie, wo? Aha, ja, genau. Jo, was geht ab? 46% Batterie, das ist natürlich nicht so viel. Oh, und das geile Lied. Oh, das Lied, das war so nice, einfach nur. Das kann niemand. Sah die Tür vorher auch schon so aus? Ich hab mir die Tür nie wirklich That flare gun looks really dangerous. Good. Ja. Und die werden wir jetzt auch einmal benutzen gehen. Keep calm and keep going. Jo. Hier haben wir noch 48 Schuss in Reserve und noch 8 im Magazin. Oh, das ist aber ein bisschen schwummerig geworden. Ab ins erste Geschoss. Das sieht aus wie so ein kleiner Totenkopf. Vertrauenserweckend, jawohl. So. Oh Gott, wo war denn das? Da müssen wir einmal hin. Und ganz wichtig, erst einmal hier. It's out of reach. Oh. Erstmal Batterien, ganz wichtig. Oh. Dein Ernst? Ja, das musste ja passieren. AP brauchen wir nicht. Batterien nehme ich noch ganz gerne mit. Okay, wo kommen wir hier jetzt hin? Oh, zu unserem dritten Patienten. Da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Zuallererst, ich muss mal so ein bisschen mein Mikrofon richten. Zuallererst werden wir uns mal darum kümmern. Hier komme ich wahrscheinlich auch noch nicht durch, ne? Wo kommt das Dröhnen her? Genau, ich warte mal hier gucken. Das wird Patient Nummer 4. Okay. Oder halt auch nicht, okay. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass hier noch jemand... ...zu uns kommen wird. Hallo? Ja.
Einmal Pump, nochmal Pump. Krieg ich das kaputt? Oh, was ist das? Auf dem Rückweg wird dir etwas Schreckliches zustoßen. Ernsthaft jetzt? Ach nee. Ja, und da komme ich nicht durch. Wir haben ja auch keine Hinweise oder sowas. Och nee. Oh, ich krieg Gänsehaut. Okay, eine Waffe oder... Könnte auch einfach damit einmal hinfeuern. Motherfucker! War nur Spaß. Puh. Alter, ist das ein Arschloch. Holy shit. Arschloch vor dem Herrn. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Alter, die sind schnell. Holy shit, hab ich. Alter, hab ich mich verjagt. Und wieder runter. Hallo? Bin zurück. Kommt ihr jetzt nochmal? Nicht? Was? This is your father calling. How are you, my boy? We haven't heard from you in a while. Your mother and I. We just wanted to call and tell you that, you're a disappointment, son, and we're leaving you nothing when we croak. Wow. Thanks, Dad. Oh ja, Moment, richtig. Basement einmal die Shotgun abholen. Ganz vergessen. Wo sind die dann hingefallen? Lüftungstechnik wahrscheinlich. Sind wir da vorher schon hingekommen? Nee. Schrotflinte.
Etwas rostig, aber ideal, um die Menge in Schach zu halten. Oh. Now we're talking. Gefällt mir überhaupt nicht. Immer noch zu. Das ist nur ein normales Fass, okay. Wollen wir die auch immer kurz nachladen? Alter, wie viele Waffen man mittlerweile auch hat. So, jetzt ersten Stock. Und uns Fall Nummer 4, Nummer 3 holen. Das kommt erstmal wieder zu. Mal sehen, wie wir da, wen wir da denn auf unserem Sofa liegen hatten. Max. Wer ist Max? Meyer Pharmaceuticals. Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Am 15.03.1997 um 17 Uhr endet Ihr Arbeitsverhältnis hinsichtlich Projekt Nummer 1138 aus folgendem Grund. Personalabbau im Rahmen des Projekts. Name Max Nygaard. Identifikationsnummer 01478744-1. Adresse 210 Main Street, Geburtsdatum 20.07.1952. Wohnort Milton Haven, Virgin Country. Geschlecht männlich. Bundesstaat Washington. Zertifiziert, nicht zertifiziert. Beruf Fahrer. J. Reynolds, Titel Transportverwalter, Unterschrift des Anordnenden. Okay, es ist, spitzt sich alles jetzt so ein bisschen zu. Ich meine, wir hatten ja auch die Verbindung zwischen Ellen und Virginia. Und jetzt haben wir halt einen Mitarbeiter oder einen, besser gesagt, ehemaligen Mitarbeiter, der later maybe. Der des Pharmaunternehmens. Wieso kriegt man hier so viel Essen? Immer wieder. Ist da ein Erdmännchen drauf? Okay. Aber Bier, Pizza. Was haben wir hier? Dean und Hashborn. Rechtsanwälte. Am Arbeitsplatz verletzt worden. Unfall. Unrechtmäßige Kündigung. Ihnen könnte Geldleistungen zustehen. Rufen Sie an für eine kostenlose Beratung. Telefon rund um die Uhr 082-5555. Dean und Hashborn, Rechtsanwälte. Telefon 082-5555. Also er hat sich da anscheinend auch rechtliche Beratung geholt. Unterm Sofa ist auch noch was. Okay. Munition. Nehme ich auch. Gerne. Haben wir hier auch irgendwas Geschriebenes? Oh, der hat sogar eine schicke Garage. Mit einem schönen Pickup-Truck. Max.
Alice hat mir erzählt, du hättest mitten in der Nacht ein Loch in deine Garagenwand geschlagen. Ist das wahr? Sie sagte, Madisons Zimmer sei auf der anderen Seite dieser Wand. Hör zu, es ist deine Familie und deine Angelegenheit. Ich behalte meine Gedanken für mich, aber wenn du Hilfe bei der Reparatur der Wand brauchst, sag Bescheid. Vielleicht können wir dabei ein bisschen reden. Entweder bist du stärker, als du aussiehst, oder deine Wände taugen nichts. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Dein Freund Andy. Ich guck mir die Bilder oder die. Oh, Alter, in eine massive Steinwand hat da ein Loch reingeschlagen. Alter. Was ich sagen wollte, ich guck mir die. Okay. Die Artikel und alles immer noch ganz gerne. Genauer an, damit ich die auch möglicherweise nochmal für ein Thumbnail oder sowas verwenden kann. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Maddie, seine Tochter. Oh, bitte lass es ihr gut gehen. Spiegel wieder zerschlagen. I will kill you. Was ich mich jetzt frage, von wem ist das? Ist das von unserem Freund? Also, in Anführungszeichen Freund? Oder ist das von Max? Oh, das Schlafzimmer. So, wir sind auf 100% Batterie, das ist sehr schön. Er trainiert. Ich hoffe auf ein Achievement. Aber irgendwie. Oh, hier haben wir sein Tonband. Tonband Max. Schade. Oh, warte, was? Grinding Dawn. Rodding and Pushing. Break Everything. How dare you see red chicken? Sie ist überall. Ain't no liar. Alles Destruction. Sein Auto brennt. Die Möbel sollen brennen. Am Fenster ist Feuer. Wollte er alles anzünden? Oh.
Kammergericht des Staates Washington. In Vertretung für und im Namen von Virgil County. Max Nygaard gegen Alice Nygaard. Oh. Nummer 011235813. In der vorliegenden Streitsache wird durch den unterzeichneten Richter Beauftragten des oben genannten Gerichts hiermit wie folgt entschieden. Das alleinige Sorgerecht über die minderjährige Madison Nygaard bleibt bei der Beklagten Alice Nygaard. Dem Kläger Max Nygaard, sorry übrigens, wenn ich das falsch aussprechen sollte, wird das Besuchsrecht aufgrund wiederholter Vorfälle von Hausfriedensbruch verweigert. Ferner bleibt das Kontaktverbot zugunsten der Beklagten gegen den Kläger für die volle Dauer der festgelegten Frist in Kraft. Das Gericht kann seine Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt neu überdenken, sofern der Kläger sich der psychiatrischen Behandlung unterzieht und ihm eine positive Beurteilung durch einen Facharzt für Psychiatrie ausgestellt wird und der zudem ein dauerhaftes, festes Arbeitsverhältnis nachweisen kann. Das Urteil erfolgte in öffentlicher Sitzung am 19. Januar 1997. Richter, Gerichtsbeauftragter Chamberlain Hall. Vorsitz Jackson Kelly, Anwalt des Klägers. Formelle Bestätigung August Reed, Anwalt der Beklagten. Oh, okay, I see. Ich sehe, wo das hinausläuft. Also. Oh shit. Dinge, die mich wütend machen. Falsche Anschuldigungen, Therapie, Schlaglöcher, Menschen. Oh Mann. Also. Aggressionsprobleme. Dann wurde ihm der Job weggenommen. Scheidung. Er darf seine geliebte Tochter nicht mehr sehen. Ah, das wird doch. Das wird ein heftiger Fall. Das wird ein heftiger Fall. Okay, hier können wir noch nichts machen. He's been working on this wall. Looks like he did some renovations. Mach Sachen. Looks like he did some renovations. Na gut, dann geht's halt zurück. Ich vermute mal, um später die Schallplatte und so zu bekommen, dass wir dafür in Maddies Zimmer müssen und das durch die Wand. Mit dem Auto durch die Wand. Ja, bitte. Danke, Mr. Schlechtes Gewissen. Aber ich habe eine Shotgun. Das wird schon. Danke. Ist aber lieb, dass der sich Sorgen macht. Moin. So who was Max working for? And what were they doing with those chemicals? We're about to find out. I never liked that guy. Watch yourself around him. Ja, mache ich. Ich bin vorsichtig. Once more onto the breach. Wieso habe ich noch die Schallplatte von
von Ellen dabei. Time for some music. So. Someone's got a short attention span. Jemand hat eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne. Entschuldigung. It's my record player. Aber wir hatten uns das schon mal angehört und haben dafür jetzt keine Zeit. Also. Next tape. Hinein. Oh, ich frage mich, ob wir zwischenzeitlich eventuell nochmal in das weiße Tonband reingucken sollten. Danke. Auf geht's in Ellens Geschichte. Aha, ich habe dran gedacht, mich zu muten. Oh. Okay. Nochmal kurz einen Schluck trinken. Und dann kann's weitergehen. Tonband Max. Also was wir ja wissen, ist, dass er für irgendein Projekt, welches nicht genauer benannt worden ist, in dieser komischen großen Chemiefirma Firma gearbeitet hat. In diesem Pharmaunternehmen. Und dann wurde er rausgeschmissen. Alles weitere werden wir uns jetzt anhören. Why do you even want to record this? What's in it for you? Blackmail? Never. Mr. Nygaard, if you're not comfortable being recorded, I'll turn it right off. No, I got nothing to hide. We're here for the truth, right? Court-ordered truth, right? Yes. The court did mandate these sessions, but this is a place where we'll work on healing. And generally speaking, the truth is good for that. Er hat halt richtig Bock. Gericht hat seine Therapie angeordnet. Und er muss es machen, damit er seine Tochter wiedersehen darf. Was ich mich gerade nur frage, was haben die... die Güterzüge damit zu tun? Well, I ain't no liar. Not like Alice says. Alice is your ex-wife. Wife. She's my wife. I didn't sign no paper that says otherwise. Okay. Also ist ja bis jetzt schon, ich sage jetzt mal recht offensichtlich, dass der gute Herr eine ziemliche Frustration in sich trägt, eventuell halt auch Aggressionsprobleme hat, die er eventuell auch schon vorher hatte, das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber everybody's trying to upend my life here, trying to ruin my marriage, take my kid away and turn her against me. Next is what? You want to take away my rights, my freedom? Tell you what, why don't you give me them pills you're probably paid to give out, and I'll pretend like I take them, so I can go home. I'm a therapist, Max, not a psychiatrist. I don't prescribe medication. I am here to help. Genau. Das sind Psychiater nämlich nicht. Die stellen nur Pillen aus. Therapeuten helfen, Psychiater nicht. So. Kern der Aussage. Was natürlich Schwachsinn ist.
Therapeuten und Psychiater wollen alle nur helfen.